So, da bin ich wieder. Ich habe den Space Curb 2 nochmal schnell nachgebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hundertprozentig gleich nachgebaut habe, aber es reicht. Es wird schon hinhauen. So. Jetzt also wollen wir auf die Startrampe. Aus Launchpad. Und hoffen mal, dass diese etwas mehr Erfolg hat als eben. Yep, ich möchte es clearen. So, da steht unser gutes Stück. Diesmal fliegen wir mit Bill Kerman. So, wir machen das SCAS an, SAS an. Throttlen ab und sagen mal, auf! Oh, das sieht schon mal sehr viel besser aus. Die Rakete wackelt natürlich, weil das SAS gut gegenkämpfen muss. Und jetzt sehen wir, dass der untere große Booster überhitzt ist. Hier müssen wir ein bisschen Gas wegnehmen. So. Wir sind schon 3000 Meter über dem Boden. Die Geschwindigkeit steigt ordentlich. Also bis jetzt schaut es gut aus. Und Bill Kerman guckt ungläubig durch die Gegend. Ja, 7000, 8000 und bei 300 Meter pro Sekunde, es sieht gar nicht mehr schlecht aus. Das wäre, also ins All werden wir auf jeden Fall schon mal recht gut kommen. Das steht fest. Ich hoffe, dass das mit dem Dekoupeln und sonst alles richtig funktioniert. Shoot hält. So, jetzt sind wir 20.000 Meter gleich. Jetzt und sind schon bei fast 800 Meter pro Sekunde. Also Speed haben wir auf jeden Fall genug für eine Umlaufbahn. Das steht fest. Oh ja, jetzt kommen wir. Das wird super. Das wird ein super Flug. So, und jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Apoapsis auf 160 Kilometer, super. Jetzt fliegen wir aber schon mal das SAS aus und drehen uns schon mal ein bisschen Richtung Apoapsis. So, haben das Ding schon mal runtergenommen, haben schon mal die nächste Rakete gezündet. So, da. Perfekt, na nicht ganz. So, jetzt aber. Dann throtteln wir mal ein bisschen ab. Schauen, was passiert. Natürlich weitet sich der Orbit. Das wollen wir ja auch. So, diesmal müssen wir aber aufpassen, dass wir genug halten. Treibstoff dabei haben, um den Orbit auch wieder zu senken, damit wir auch wieder zurück auf die Erde kommen. Denn wir wollen der Bill nicht sein Schicksal im Weltraum überlassen. Das wäre blöd. So. Der Apoapsis steigt auch leicht. Also wir haben uns schon ordentlich hochgeschossen, das muss man jetzt dazu sagen. Die Rakete hatte ordentlich Schub. Sonst würde ich kurz einen Moment den Schub rausnehmen. Und jetzt warten wir mal ein bisschen, bis wir wieder am Apoapsis sind. Jetzt machen wir das mal mit einem Manöver. Add-Manöver. Und zwar so, dass wir... Nein, das ist ein bisschen weit. Ja, probieren wir es mal so. Nein, wir bleiben nicht... Also das ist unser Ziel quasi, aber wir bleiben auf den 90 Grad. Weil wir ja eigentlich den Apoapsis treffen wollen. Und es nicht ganz auf dem ist. Bill Kerman. Super Typ. So, unsere Mission geht dann schon 3 Minuten 54 Sekunden. Und wir gewinnen immer noch an Höhe. 25 Sekunden. Bis zum Burn. Ja, das würde ich
ehrlich gesagt lieber nicht im Dingensmodus steuern. Okay, das können wir doch. In minus 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Was sagt die Karte? Diese Karte sagt, das Ding dehnt sich. So, jetzt können wir das Manöver mal getrost tun. Und sehen, dass wir gleich eine Umlaufbahn etabliert haben. Throttle mal ein bisschen down. Also wir hoffen einfach mal, dass wir auch wieder zurück zur Erde kommen, weil sonst wäre es ja irgendwie doof. Da unten fliegt unser Startbooster. Sehr schön. Vier bei 4 Sekunden Vollgas. Haben wir immer noch keine Umlaufbahn komplett? Nein! Das ist ja mal richtig scheiße. Was auch immer das hier ist. Ach, das ist unser... Das Ding von Octo 2. Das immer noch durch den Raum fliegt. Oh komm, so soll langsam mal da hinten rum sein. Das gibt's ja nicht. 20 Sekunden wieder weg. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, das mit der Umlaufbahn etablieren ist noch nicht so meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Ah, da sehe ich das Problem. Wir sind noch nicht mehr ganz gerade. Jetzt aber. So, da ist der Periaps, ist auch aufgetaucht bei 42 Kilometern. Aber ein bisschen mehr muss da schon raus. Also wirklich Schub erst auf dem Apoapsis und zwar jetzt. So. Das muss reichen. Wir haben ein Orbit, meine Freunde. Wir haben ein Orbit. Ja, also hier sehen wir noch unser Fuel Flow und unseren Thrust. Also wir haben ja gerade keine Kraft auf uns. Oh. Genau, das Kommandomodul. Shutdown Engine. Okay, da kann man die ganzen einzelnen Dinger anschauen. Nein, ich will den Parachute nicht öffnen. Ja, das ist der Tank. Kann ich dekuppeln? Ja, nichts Besonderes. Auf jeden Fall, wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen durch die, um die Erde rum. Okay. 18 Minuten sind wir noch im Periapsis. Also ich will ja mindestens mal eine Erdumlaufbahn, Umlauf hier kriegen. Deswegen erhöhen wir mal die Geschwindigkeit. Fliegen gerade ein bisschen über die Erde und da kommt der Tag. Sehr schön. Wunderbar. Okay, jetzt müssen wir noch einmal drum. Wir jagen gerade das Octo 2-Ding. Und werden dann gleich versuchen, unsere Umlaufbahn wieder so zu senken, dass wir auf der Erde landen können. So, und das müssen wir dann, wenn beim Apoapsis und den Periapsis so zu senken, dass wir wieder in eine Erdumlaufbahn kommen. So. Dazu müssen wir uns ein wenig drehen, und zwar gegen... den
gegen den Weg hier quasi. So, da setzt das SAS ein. Und der Apoapsis ist noch 3 Minuten weg, also können wir ein bisschen abschrotten. Die Zielfahrgeschwindigkeit ist also 30 Sekunden da. Das waren wir über eine Stunde schon im Weltall. So. 1 Minute. Wir sind jetzt bei 40 Sekunden. Bis zum Apoapsis. So. SAS aus. Nachjustieren. Und gucken, dass wir unseren Treibstoff jetzt einsetzen, damit das Ding langsamer wird und somit der Orbit auch kleiner und wir Bill erfolgreich nach unten bringen. Danke! So. 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und 5. Damit wird es immer kleiner. Noch einen schönen Abwurfpunkt, am besten über dem Wasser finden. Jetzt können wir schön. In 3 Minuten treten wir also wieder ein. Schön hier unsere normale Ansicht finden. Und jetzt müssen wir schön. Oh, nein, das war falsch. Uns schön entgegengesetzt zur Erde setzen, damit wir jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen senken können noch. Okay, das ist genau die falsche Richtung, aber kein Problem. Kurz SAS ein, um das zu verlangsamen. So. Ja, genau. So, in dem Winkel wollen wir wieder eintreten. Genau so will ich das sehen. Ich hoffe, dass der Fallschirm hält. Ja, noch ein bisschen. So, jetzt sind wir auf. Jetzt kommen wir gleich in die Atmosphäre. Ich kann den Fallschirm bei 16.000 Kilometern bei 16 Kilometern öffnen. Wir landen genau über dem Wasser, genau wie ich es wollte. So, jetzt verlangsamen wir noch ein bisschen, bevor wir dann die letzte Phase abtrennen. Wie dann schnell nach unten fällt. Und tschüss, ins Wasser fallen wird. So. Jetzt gehen wir in die Erdatmosphäre. So, und da öffnen wir halt den Fallschirm. Hoffentlich hält es. Hoffentlich hält es. Ja, ja, ja. 10 Kilometer. Immer noch 400 Meter pro Sekunde. 8. Okay, das wird eng. Das wird eng. Das könnte eng werden. Und sind noch bei 190. Bin gespannt. So, jetzt richten wir uns sogar gerade auf. Das SAS kann ich mal im Arsch lecken. Das hilft uns jetzt eh nicht viel. Ja, wir sind jetzt bei fast 4000 Metern. Noch immer bei 134 Meter pro Sekunde. Wir landen in die Nacht hinein. Das gut geht, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ob Bill Kerman das überlegen wird.
Der wird nicht schnell genug abgebremst, finde ich. Ja, vielleicht doch. Wir werden es sehen. Wir haben noch 1 Kilometer bis zur Erde. Und sind quasi in etwas mehr als 10 Sekunden unten. Und da geht der Fallschirm auf. Jawohl, das heißt, es wird funktionieren. Er wird ganz sicher im Wasser landen. Warpen wir mal ein bisschen. Müssen Sie jetzt nicht anschauen, wie die 300 Meter runter segelt mit 6 Meter pro Sekunde. So, und. Liebe Leute, das war unser erster bemannter Raumflug. Der in die Erdatmosphäre und zurückgekommen ist. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Bill Kerman ist am Leben. Jetzt können wir den Flight beenden. Yep. Dann schauen wir mal. Wir waren 1 Stunde 28 Minuten im Weltall. Waren das höchste 167 Kilometer über der Erde. Genial. Und sind 9201 Kilometer um die Erde geflogen. Ja. Ich bedanke mich. Und ja, wir haben gerade keinen Flug in Aktion, aber wir haben noch dieses Octo-Ding, was hier rumquirbelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder kommentiert's. Oder abonniert uns. Danke sehr. Ciao.